So, und von Portal. Wir sind in der 10. Testkammer von 22 Stück. Und mal gespannt, was uns in dieser Testkammer auf uns erwarten wird. Mal wieder Sprungkötter. Wie wir sehen, haben wir wieder Sprungkötter. Wie eben hier auch schon. So, machen wir mal dahin. Vielleicht landen wir direkt auf die Plattform. Ja. Wir fliegen drüber. Okay. So, jetzt könnten wir nochmal runter. Und jetzt hier die Plattform. Hoch an die Wand. Verdammt, jetzt haben wir was im Weg. Jetzt brauche ich diesen Leitteil, der uns jetzt. Jetzt haben wir wieder die Wand hinter uns, aber wenn wir ihn da platzieren. Durch die Testkammer. Da soll genau sein wie in der vollen Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Okay. Tageslicht oder was? Soll Tageslicht sein. Ich bin verarbeitet durch was Spezielles, die dann zum Rückenbett. Eine bisschen kaputte Wand. 11 von 22. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Ja. Wir haben ja hier... Was brennt der uns? Ja, das hier Band kommt, der... nicht drauf und kann er dann los auf. Ja, soft. So.
So, und die nächste Testkammer geschafft. Sehr gut, du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Hä? Warum seid ihr jetzt die Mausern? Hallo? Warum sind... Hier war eben gerade die Maus da. Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Ein Systemfehler. So, noch 10 Tests hier nach. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel, das Vogel, Vogel, Vogel! Okay. Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Ah. Hat er überlebt, aber hat er überlebt. Verdammt. Ich verliere nur meine Portale. Jetzt ist das Richtige da. Sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Okay. Da. Ich will mehr Bilder machen. Vielleicht mache ich den nächsten Test schon mal auf mein Bild. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Ah, nee, das nehme ich jetzt nicht. Ich habe mir überlegt, das da, aber nein.
So. So, das. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. So. Jetzt haben wir drei Teile und einen einzigen Laser. Jetzt müssen wir das halt hinkriegen, alle drei mit den Laser zu aktivieren. Was vielleicht ein bisschen nervig werden könnte. Was, wenn ich den hinsetze? Dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Halt auf die Klappe. Kleines. Was soll das? Entschuldigung. Überwachung des Tubus. Wie war das Level nochmal hier? Wie kam ich das nochmal? Wie wird das nochmal hin, dass man da landet? Um sozusagen. So, jetzt gelöst. Ich hab da schon mal eine Zweifel bei den Teilen, weiß ich noch. Vielleicht noch mal lernen. Wegen von der Sache. Moment, dass die Fotodreu stört. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast.
So. Okay, was haben wir hier? Einen nicht aktiven. Laser. Sieht man, wie nicht aktiv der Laser ist. Ich hab ne Idee, aber drauf landen lassen. Und den. Und den. Okay. Mit Lettuce Samt. Okay. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Welche Tränen? Schon wieder die Maus. Ist mir sonst noch nicht aufgefallen? Die Überraschung. Und was die Überraschung ist, auch wenn wir noch nicht ganz bei 20 Minuten eigentlich sind, wird die Überraschung wir erst in der nächsten Folge erfahren. Also, tschüss!